das alles geplant war. Ja, klar. Ich habe das alles seit 10 Jahren geplant. Also nicht bewusst. Es war irgend so ein Plan, der sich in meinem Unterbewusstsein formuliert hat. Okay, 2 Minuten Anmoderation, Dann kommt das Video nach 3 Minuten. Dann kommt eine halbe Minute später. Niki Feldhaus, 25 Jahre. Was? Mein Name ist Niki Feldhaus und ich bin 25 Jahre alt. Zuletzt Versicherungsvertreter für so Pommesbuden, damit die halt versichert sind, wenn man das Gyros anbrennt oder so. Kommt aber eigentlich kaum vor. Romantiker. Puh. Ich bin kein Romantiker. Ich nehme mir eine Sache vor und ziehe sie durch. So einfach. Niki ist ziemlich sprunghaft. Er hat plötzlich eine Idee und er fängt von einer Sekunde auf die andere wirklich Feuer dafür. Und dann hat er die nächste Idee. Auch von einer Sekunde auf die andere. Tja, so ist er. Coco, aber nur für Freunde. Ansonsten Konrad Brandt, 26 Jahre alt, Koch, aber nicht mehr lange. Romantiker? Was soll das heißen? Dass auf meinem Grabstein stehen soll, der letzte Mohikaner oder was? Ist doch eine Schnapsidee. Heute Abend für Sie live aus den Bullstudios die Jennifer Stolz Show. Romantiker? Gar keine Frage. Die beiden sind Butch Cassidy und Sundance Kid. Die sind die letzten Romantiker, die überhaupt noch möglich sind. Und ich rede von echter Romantik, nicht von irgendeiner Firlefanz-Romantik, versteht ihr? Verrückt. Ja, verrückt sind sie auch. Mein Name? Was soll der Scheiß? Wer mich nicht kennt, dem kann ich auch nicht helfen. Nein, ich stelle mich nicht vor. Soll ich jetzt wirklich meinen Namen sagen? Goodbye und tschüss an alle, die ich mag. Und allen anderen wünsche ich das. Das war Jennifer Stolz. Wie waren die Quoten? Ja, was interessiert denn dich das? Wie, was interessiert denn dich das? Ich bin der Aufnahmeleiter. Hey, eben. Der Schluss war mal wieder super, aber du hättest doch ein Haar überzogen. Hol mir noch einen Hotdog, Bibi. Ketchup und Senf. Klar, Jenny. Es haben über 800 Leute angerufen, denen hat deine Frisur in der letzten Sendung besser gefallen. Du nervst, Klaus. Bibi? Hab ihn schon. Mach nur Ketchup. Sag mal, ist irgendwas mit meinen Haaren blöd? Nee, Jennifer. Wer sagt denn sowas? Ist alles zu glatt? Ich find's wirklich scheißlich, Betty. Können wir noch die Dispo für morgen absprechen? Verzieh dich. Okay, ich warte draußen.
Harry? Ja? Such doch bitte Bibi und sag ihr, sie soll Ketchup und Senf drauf tun. Okay. Die Leute denken immer, das wäre eine tolle Sache, berühmt zu sein. Aber das sind dieselben Leute, die es auch toll finden, Karnevalsprinz zu sein. Ich kann nur sagen, berühmt sein ist wie zu enge Schuhe tragen. Man weiß nie, wie lange man es noch aushält. Hier? Ja. Nicht vorne? Sicher? Ja. Jen, warte mal. Nicht jetzt, Harry. Wie ist der Hotdog? Auch was liebst du? Schon gut. Jen, ich werde mich bald selbstständig machen. Prima. Ja, und ich habe ein völlig abgefahrenes Konzept für eine neue Show. Schön für dich. Halt mal den Hotdog. Und? Was? Was war das? Tablette. Gegen? Flugangst. Flugangst, warum? Ja, weil ich schon immer Angst vom Fliegen hatte, schon als Kind. Nick, das hier ist ein Auto. Mächtig schwer, mit 4 Rädern, bis ganz runter auf die Straße. Kein bisschen fliegen. Ach nee, die helfen auch gegen Lampenfieber. Vielleicht brauchst du mal was Neues. Wenn ich was Neues brauche, dann wirst du wohl nicht derjenige sein, der die Idee dazu hat. Wir beide wären ein gutes Team. Okay, Harry, hör mir mal zu. Da, wo ich jetzt bin, ist ganz oben. Und da, wo du jetzt bist, da will ich nie wieder sein. Ist das eine Basis für ein gutes Team? Wir können es ja mal versuchen. Bis morgen, Harry. Na ja, bis morgen, Harry. Achtung! Mach schon! Los. Geht nicht. Wie geht nicht? Motor klemmt. Motor klemmt. Wir leben im Hightech-Zeitalter und du schleppst hier eine Antiquität an. Alter, das ist ein Bugatti. Ja, aber dein Bugatti springt nicht an. Das ist mal der Preis, den man für schöner zahlen muss. Scheiße. Ah, ich nehme die Polaroid. Das wird ein Brüller. Polaroid. Nick. Was? Gib mir die Flugangsttabletten. Toll an deinen Augen. Ausdruck. Verstehst du? Jetzt gib Gummi. Jeder, der für mich arbeitet, denkt auch für mich. Nur so können wir alle an einem Strang ziehen. Selbstverständlich. Jeder Gedanke, der in meinem Laden gedacht wird, ist mein Eigentum. Nur so kann ich ein kreatives Optimum garantieren.
Natürlich. Wenn du bei uns einsteigen willst, heißt das, dass du Jennifer lieben und ehren musst, als wäre sie deine Mutter. Ich bin ihr größter Fan. Entschuldigung, Chef. Ich will jetzt nicht gestört werden. Ja, aber hier ist jemand, der sagt, Jenny ist entführt worden. Dann schmeiß ihn raus. Aber es gibt hier ein Foto. Soll ich sie vielleicht mal auf ihrem Handy anrufen? Auf ihrem Handy? Nein. Ich glaube, das wäre jetzt gar nicht gut. Die 5 über die Bande. Immer noch keine Manier? Hey, Susie, Cookie Sau. Willkommen zu Hause. Und, hast du schön aufgepasst auf Coco? Hat sie. Mein Wagen steht in der Halle. Wann bricht ihr auf? Jetzt. Wo soll's denn hingehen? Halt dich da raus, Sigi. Bist du euch vorbereitet? Reservierung steht, ihr werdet erwartet. Ja. Wie viel Zeit hast du? 48 Stunden. Und was dann? Halt dich da raus. Sigi. Wie sehe ich aus? Wie in deinem Kommunionkleid. Brauchst du eine Straßenkarte? Scheiß der Papst den Wald. Alter. Was? Freiheit! Prima Jacke. Ja. Sag ihr doch einfach, was du von ihr willst. Bombenidee. Den Stimmen nach waren sie brutal, selbstgefällig und rücksichtslos. Ihrem Aftershave nachzuurteilen, hatten sie außerdem noch einen miesen Geschmack. Ich stellte mich langsam darauf ein, dass sie mir als nächstes ein Ohr abschneiden und, weil sie ihre Rasiermesser vergessen hatten, es mit einer Nadelschere versuchen würden. Jennifer, ich habe deine Sendung jede Woche gesehen, weil ich finde, du machst das irgendwie richtig gut. Und jetzt fragst du dich bestimmt, warum du hier bist. Niki? Was denn? Na, heb sie doch erstmal auf! Also ich bin 25, so alt wie du eigentlich. Und ich habe in letzter Zeit viel über mein Leben nachgedacht. Ich weiß natürlich, dass du eine richtig große Nummer bist beim Fernsehen, aber das ist mir egal. Ich meine, das ist mir nicht so wichtig. Mir geht's um was anderes. Und zwar, du hattest in einer deiner letzten Shows so eine extra lange Großaufnahme. Und da hast du einfach nur in die Kamera gelächelt. Und da wusste ich, ich will dich heiraten. Ja, das wollte ich nur sagen, dass ich dich heiraten will. Morgen früh. Ich habe immer kistenweise Briefe von Typen bekommen, die mich heiraten wollten oder mich ficken oder beides. Aber das hier war schlimmer.
wirklich, das hätte ich gerne getan. Ich bin eigentlich sonst nicht gewalttätig, aber das hätte ich wirklich gerne getan. Ich bin sehr beeindruckt. Und du mich kreuzweise. Aber du bist sicher, dass du nicht wenigstens den Sack vom Kopf ziehen willst? Wenn es gewollt hätte, hätte ich es gemacht, okay? Verstehe. Nick? Hm? Du liebst die Frau. Mhm. Warum muss sie dann diesen Sack über dem Kopf haben? Ja, Gott, noch mal. Weil man das so macht, wenn man einen entführt, klar? Okay. Ein Bier. Arbeitslos, was? Habe ich selbst tausendmal erlebt. Sozialer Brennpunkt, verlorene Hoffnungen, kaputte Träume, das ganze Programm, ein Teufelskreis. Was man lernt, ist, dass einem das Leben nicht schenkt. Dass man sich nehmen muss, was man braucht. Schon mal einen von diesen beiden Typen gesehen, mein Freund? Hm? Frag wer? Wolf Bullwitzer. Seit 3 Jahren zum ersten Mal wieder auf der Straße. Die Sache ist die, eine gute Freundin von mir ist verloren gegangen. Und wie es aussieht, in einem Auto, das auf diese Kneipe hier zugelassen ist. Ich verstehe. Der Mensch braucht was Warmes im Magen. Wie heißt du? Klar. Bist du mein Mann, Sigi? Ja, Wolf. Sag es. Ich bin dein Mann, Wolf. Trinken wir vom selben Bier? Wir trinken vom selben Bier, Wolf. Das wollte ich hören, Sigi. Der erfolgreiche Talkshow-Star Jennifer Stolz wurde entführt. Wir haben den Mann aufgetrieben, der zuletzt mit den beiden Tätern gesprochen hat. Er sagt, wir hätten allen Grund zu befürchten, dass die Jennifer Stolz Show ein Kapitel der Vergangenheit wird. Jennifer, ich nehme dir jetzt den Sack vom Kopf. Kamera? Kamera läuft. Also, du wirst uns gleich zum ersten Mal sehen, dass... Ist ein wichtiger Moment. Wir haben eine Kamera auf dich gerichtet, um alles von Anfang an festzuhalten. Aber das soll dich nicht irritieren. Es geht hier eigentlich nur um dich und um mich. Langsamer. Ich nehme jetzt den Socken aus dem Mund. Du Arschkopf. Du blöder Arschkopf. Ihr beiden blöden Arschkopf. Schnitt. Jennifer, pass mal auf. Du hättest ja wenigstens erst anhören sollen, was er zu sagen hat. Er hat verdammt lange gewartet, um das hier zu erleben. Wir sollten das noch mal versuchen. Niki, komm wieder her! Nein! Sie hat das nicht so gemeint, das war nur der erste Schock. Jennifer, mach jetzt nicht auf zickig, ja? Glaubst du, du kriegst das hin? Sie hat gesagt, sie will es noch mal versuchen. Nick. Ich mach mich doch hier nicht zum Affen. Also, ich nehme mir jetzt den Socken noch mal raus. Moment. Nein. Was wollt ihr? Wer seid ihr? Ich bin Nick und das ist Konrad. Was wollt ihr von mir, Niki und Konrad? Dann sag's ihr, Nick. Wir fahren nach Heringsdorf. Wo zur Hölle ist Heringsdorf? Östlicher Osten am Ostseestrand. Und? Ist schön da. Ist es aber, wo du mich... Mhm.
Und du? Ich bin der Kameramann. Ich mache einen Film darüber. Heringsdorf. Über euch beide. Super Idee. Gib mir mal eine Zigarette. Du brauchst doch gar nicht. Hey, jetzt gib mir mal eine Zigarette. Das war eine Gag-Einlage in meiner Show. Die Kandidatin sollte dem Qualm durch die Ohren blasen. Tja, und dem Gewinner hat sie Flitterwochen mit sich versprochen. Doch nur, weil wir vorher gecheckt hatten, dass es anatomisch absolut unmöglich ist. Ja, hast du es jetzt gesehen oder nicht? Herrje, das war Entertainment. Das macht man so im Fernsehen. Gags, ihr Vollidioten. Das nimmt doch kein Mensch ernst. Mach jetzt mal die Kamera aus. Okay, fangen wir mal anders an. Was machst du beruflich, Niki? Dies und das. Zuletzt Insurance Marketing. Insurance Marketing? Er war Versicherungsvertreter. Ist doch super. Expandierende Branche. Extrem krisenfest. Lief es gut? Oh. I'm coming to get you. Ja, wie? Gyros verbrannt. Wir haben doch gestern erst den Vertrag gemacht. Was heißt denn hier, meine Arbeit erwirtschaftet nur Minus? Ich meine, ist doch logisch, wenn man ein Rennpferd ständig vor die Kutsche spannt, oder? Ja. Zwei Sachen zählen im Leben. Glück und Talent. Du sagst es, Niki. Warum nimmst du mir nicht erstmal diese Fesseln ab? Du drehst nicht durch? Unsinn. Wieso eigentlich Heringsdorf? Da hat meine Mutter meinen Vater kennengelernt. Hm. Und bei der Gelegenheit auch die fabriziert. Ja, sie hatten sich nur für eine Nacht. Ich denke, du drehst nicht durch. Ich drehe auch nicht durch. Das war dafür, dass du mich auf dem Boden liegen lassen hast. Sie für mich? Boah. Sie war die Braut meines besten Freundes, das heißt, verbotene Zone. Aber dann hatte sie da diesen süßen Akzent beim Sprechen. Ich muss mal. Nochmal für die Schnellmerker. Ich muss pinkeln. Konrad! Ja, ich überleg ja schon. Was sieht euer Plan dafür vor, Jungs? Aufblasbares Spülklo unterm Bett oder extrem saugfähiger Teppich in der Ecke? Konrad! Du bist ein Amateur, was? Sag mal. Eine Frage, Jungs. Ihr seid nicht zufällig irgendwo ausgebrochen? Wo? Was weiß ich, Heilanstalt oder so. Du musst sie verraten, Nick. Es wird dir nicht gefallen. Darauf können wir jetzt keine Rücksicht mehr nehmen. Ihr macht es nicht so spannend. Also pass mal auf. Eigentlich heißen wir Butch Cassidy und Sundance Kid. Alias White Earp und Doc Holliday. Alias Bonnie und Clyde.
Bonnie Parker war eine Frau. Bisschen Frau steckt selbst im härtesten Mann Süße. Die erste Hälfte unseres Lebens haben wir in Alcatraz verbracht. Für den Rest wurden wir von einem Psychiater zum nächsten geschickt. Und wir haben sie alle erschossen. Seither kidnappen wir Woche für Woche eine Talkshow-Tante. Ja, und wir heiraten sie. Abwechselnd. Ich bin bei 7.000. Nick ist bei 2. Man müsste mal alles übertreiben, oder wie? Die hat mich Amateur genannt, Mann. Du bist doch einer. Mir. Da sind zwei Verrückte hinter mir her. Die wollen mich entführen. Und was jetzt? Butch Cassidy und Sundance Kid, wo habt ihr eure Colts? Gute Frage. Okay, Männer. Ich will, dass ihr euch jetzt diese beiden Idioten schnappt, sie windelweich prügelt und mich dann nach Hause fahrt. Scheiße. А что эта девочка хочет? Не знаю, но зато я точно знаю, что я хочу. Сколько стоит эта девочка? На террасе? Ну, думаю, сороковник. Сороковник? Я угощаю и первым кину палку. Окей. Finger weg. Ich glaube, wir sollten langsam die rote Karte ziehen. Also, Kollegen, Spaß beiseite. Lass die Lady los. Sittenpolizei. Ihr habt ja gehört, Mädels. Stellt euch der Reihe nach auf und tut alle eure Schwänze raus. Allgemeine Vorhautkontrolle. Hä? А что эти типы хотят? Деньги хотят, это сутенеры. Hilft mir! Jennifer, bleib ganz ruhig. Die verstehen kein Wort Deutsch. Also Plan B. Und wie genau sieht Plan B aus? Es war so ein Moment, wo man endlich mal den Helden spielen konnte. Und so ein Moment zieht dein ganzes Leben an dir vorbei. Ob ich gerne weggelaufen wäre, natürlich. Aber dann hatte ich auch den dringenden Wunsch, denen kräftig in die Eier zu treten. Ich bin's. Und ich wette, du hast mich schon vermisst. Ich hätte mich auch gewundert, wenn du dich einfach entführen lässt, ohne dich bei mir abzumelden. Oh ja, klar. Hättest du auf Helden wie uns gewartet, wenn du sie wärst? Auf dich vielleicht nicht, auf mich schon. Also, wo bist du? Deine Befreiung wird ein Stück Fernsehgeschichte. In einer Stunde bin ich mit den Kameras bei dir. Nein, Bullwitz. Da kann man viel mehr draus machen. Wunderbare Idee. Ich liebe dich. Sag mal, warum hast du mir eigentlich nie deinen Zigarettentrick gezeigt? Weil ich mir dabei immer ein Loch in die Zunge bringe. Ah, ja, verstehe. Was tippst du? Sie hat ihre Brüder geholt, um uns zu verdreschen. Für die Musik nicht finden. Bewerberin eines Schönheitswettbewerbs. Sie hatte kein Geld, sie hatte kein Zuhause. Sie hatte nur ihr Talent.
Heute ist sie Jennifer Stolz und begeistert Millionen. 5 Millionen Zuschauer, Woche für Woche. Möchtest du auch gerne so sein wie Jennifer? Ich? Mhm. Ja. Komm mal näher, lass dich mal anschauen. Nochmal sowas und Sie haben eine Anzeige am Hals. Das ist doch nur die Hingabe, die zu unserem Beruf gehört. Zähne zusammenbeißen und durch. Jennifer kann das. Bist du sicher, dass du das auch kannst? Eine gute Entscheidung. Was? Zurückzukommen und bei uns zu bleiben. Ihr seid zwei nette Jungs und heiraten wollte ich sowieso immer schon. Das meinst du nicht ernst? Aber das macht nichts. Kannst du mal kommen? Was gibt's denn? Gibt's ein kleines Problem mit Jennifer? Was machst du hier? Sie hat den Verkäufer im Hinterzimmer eingesperrt, um ungestört das Gesetz übertreten zu können. Was soll denn das? Ich mache Nägel mit Katzen. Was machst du? Du raubst hier gerade eine Tankstelle aus. Nur halb richtig. Ich habe dem Verkäufer erzählt, dass ihr mich gekidnappt habt und ich von euch zu dem Überfall gezwungen wurde. Warum macht sie das? Weiß ich nicht. Wenn ich mich schon entführen lasse, sollte mindestens noch ein kleiner Tankstellenüberfall dabei herausspringen. Trinken wir Scotch oder Bourbon? Du solltest die Flaschen lieber zurückstellen. Ja, und dann dem Verkäufer erzählen, lieber Herr Tankwart, war alles nur Spaß. Nehmen Sie es uns nicht krumm? Nick, ist das die Frau, die du heiraten willst? Worüber wir noch mal reden sollten. Jennifer! Hör zu, da gibt's noch eine Sache, die ich dir sagen muss. Ja? Immer nur Scotch. Nie Bourbon. Außer Cracker, Chips, Lakritz, Zahnpasta, Zwieback, Kaffeesonne. Noch irgendwelche Wünsche, Jennifer? Plastikbecher. Wir haben richtige Gläser für den Scotch. Und dann habe ich die beiden gefragt, ob sie ein Lied kennen. Was sie gesagt haben. Was denn für ein Lied? Na, zum Singen. Für die Stimmung. Ob ich ein Lied kannte? Klar kannte ich ja eins. Das singe ich doch jetzt nicht. Beine nicht. Wenn der Regen fällt, dam, 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 dam. Sie waren nicht mein Niveau. Sie waren überhaupt gar nicht mein Niveau. Sie waren nur zwei Jungs, die eine verrückte Idee hatten. Aber das Lied war gut. Ich bin nicht von mir.
Scheiße. Immer hört am schönsten ist. Jennifer, sei so lieb, mach dich unsichtbar. Machen Sie die Musik mal aus. Ist eh nicht mein Geschmack. Was liegt denn an? Haben Sie in den letzten Stunden Alkohol konsumiert? Nö. Das ist einer seiner eisernsten Grundsätze, niemals zu trinken, wenn er am Steuer sitzt. Steigen Sie doch bitte mal aus. Wie? Wieso aussteigen? Steigen Sie bitte mal aus. Oh, mach schon, Niki. Sie ebenfalls. Gulli? Ja. Blasen? Nee, ich bin Allergiker, ich kann nicht blasen. Mit diesem Plastik, da kriege ich Atemnot. Das geht hin bis zum Herzstillstand, das tut mir leid. Gulli? Ja. Der geht zur Blutprobe und der bläst. Moment mal langsam, ich bin ja gar nicht gefahren. Okay, Personalausweis, Führerschein. Niki, komm her. Ich bin aufgewacht. Wo sind wir? Was ist denn los? Wir sind in der Verkehrskontrolle, Jennifer. Vor dir steht ein Polizist. Oh. Hallo, Herr Wachtmeister. Ich bin aufgewacht, weil jemand die Musik ausgemacht hat. Wissen Sie? Jennifer, der Polizist steht direkt hinter dir. Oh, eine Frau wie Jennifer mit all dem Glamour und Tamtam, die sucht doch nur danach, mal auszubrechen aus all dem ganzen Scheiß. Danke, Herr Wachtmeister. Meine Brüder und ich sind auf dem Weg zur Mutter. Wissen Sie, sie sitzt in ihrem Rollstuhl und ruft nach uns Tag und Nacht. Aber ich konnte erst jetzt kommen, weil ich doch diese Augenoperation hatte, die meine Brüder mir zusammengespart hatten. Einmal aufs Ganze. Meine Brüder und ich sind auf dem Weg zur Mutter, Herr Wachtmeister. Bombenidee, genau dieselbe habe ich in dem Moment auch gehabt. Ach ja. Ja, wirklich. Wir haben die gleichen Gedanken, weißt du? Wir sind wahrscheinlich Zwillingsseelen. Hast du dir mal überlegt, worauf die wahre Liebe basiert? Klar. Man denkt an nichts Böses. Und plötzlich laufen dir zwei Typen über den Weg, die genau das mit dir machen, wovon du immer geträumt hast. Erster Gedanke. Ich wollte mir die Stelle aus meinem Bein rausschneiden und einrahmen, damit ich ihre Berührung nicht vergesse. Und was fällt uns auf? Das, was Sie mit Jennifer gemacht haben, hat Spuren hinterlassen. Ein zarter Fingerabdruck in der Atmosphäre dieses Raumes. Man spürt förmlich das sanfte Aufbegehren krimineller Lust. Das war gut. Hör bloß auf, Mädchen. Du siehst aus, als hättest du Talent. Ich war die Beste im Journalistenjahre. Dann kannst du mir ja sicher sagen, was wir hier machen. Eine Reportage über die Entführung. Falsch. Eine Imagekampagne, die aus Jennifer ein romantisches Mega-Idol machen wird. Und das ist die wahre Kunst hinter der Kamera. Ich will sowieso lieber vor die Kamera. Als Moderatorin. Sag mal Erdnussbutter. Warum? Sag einfach Erdnussbutter. Erdnussbutter? Du hast richtig Talent. Wirklich? Du musst Erdnussbutter so sagen können, dass man darüber Gewichtsprobleme, die Cholesterinfrage oder die Ernährungskrise der dritten Welt vollkommen vergisst. Vollkommen. Hast du ziemlich gut drauf. Und jetzt verpiss dich. Husch, husch. Action. Ich habe Lust, tanzen zu gehen. Yeah.
Das hier ist größer als das wirkliche Leben. Wahnsinn. Ich habe sowas noch nie gesehen. Die Scheinwerfer hier werden nur für dich scheinen. Siehst du die Tür? Das ist der Eingang, durch den du Abend für Abend hereinkommen wirst. Das alles hier wartet nur darauf, dass du es mit Leben füllst. Aber ich kann sowas doch gar nicht. Da, wo ich herkomme, gibt es sowas nicht. 3 Monate mit mir, du bist ein anderer Mensch. 3 Monate und niemand wird dir deine Herkunft mehr anmerken. Wenn du das Studio betrittst, bist du Jennifer Stolz. Auf die Millionen von Zuschauern zu Hause warten. Warum tun Sie das alles für mich? Was wollen Sie dafür? In einem Tanzschuppen, der Blue Moon heißt. Wenn du mich fragst, sind meine Entführer für eine PR-Kampagne kaum zu gebrauchen. Leg deinen Kopf an meine Schulter, es ist schön, ihn da zu spüren. Ich habe versucht, eine Pizza zu bestellen, aber die liefern nicht hier raus. Würde Niki gar nicht gefallen, wenn er das Handy da sieht. Reden wir lieber über dich. Warum machst du diesen Unsinn mit? Nick ist mein Freund. Und? Ich bin euer Kameramann. Ich habe mal gehört, jemand, der Kameramann werden will, hat bloß Angst vor dem Selberleben. Ich habe mal gehört, der Mond ist eine Frisbee-Scheibe, die jemand an den Himmel geworfen hat. Mir wird kalt. Kann ich deinen auch noch essen? Die Entführung von Jennifer Stolz tritt in ein neues Kapitel. Man spürt förmlich dieses sanfte Aufbegehren krimineller Lust. Dieser Tankwart wurde von ihren Entführern halb totgeschlagen bei dem Versuch, ihr zu helfen. Wolf Bullwitzer, Bull Network. Siehst du das? Das nenne ich guten Journalismus. Das verkauft sich. Das wollen die Leute sehen. Nicht Tagesthemen oder so ein Blödsinn. So läuft der Hase. Was soll denn die Puppe? Sid Vicious ist die einzige religiöse Autorität, die Nick anerkennt. Seid ihr Musiker? Mhm. Wir hatten mal eine Kombo, Nick an den Drums und ich am Bass. Was ist denn, haben ein ziemlich gutes Rhythmusgefühl, ja? Girls on Knees. Ziemlich komischer Name für eine Boygroup. Uns hat er gefallen. Ihr hattet doch da bestimmt ein paar Groupies, die ihr flachlegen konntet. Warum müsstet ihr ausgerechnet mich entführen? Du verstehst das nicht. Da, wo wir herkommen, da ziehen sich die Mädchen an wie du, reden wie du, wollen sein wie du. Wie diese Rolex-billige Imitate aus Korea. Dich ein einziges Mal in echt zu küssen, wäre für Niki wie ein Flug zum Jupiter. Und für dich? Für mich. Ich würde bis ans Ende meiner Tage um diese Turnringe schwirren. Komm, sei nicht eingeschnappt, da war doch gar nichts. Warum steigst du nicht erstmal wieder ein und wir reden über alles? Scheiße, sag ihm, dass du ihn magst. Nein. Nick, sie hat gesagt, sie mag dich.
Das ist nicht wahr! Verdammt nochmal! Scheiße! Bleib stehen! Komm, komm, red mit mir! Du bist ein Scheißfreund! Mach das nicht nochmal, hörst du? Mach das nie wieder! Was willst du machen? Mit Toll quatschen oder wie? Okay, Niki und Konrad. Ihr habt mich entführt, damit mich Mr. Rauch aus den Ohren morgen früh heiraten kann. Schön. Bis jetzt bin ich immer noch nicht hysterisch geworden, aber wenn ihr euch jetzt prügelt, seid ihr mich los. Los, gebt euch die Hand. Was für ein Gefühl? Ein ausgewachsenes Riesenscheißgeil-Gefühl, das hatte ich. Ob ich beleidigt war? Die beiden hatten ja gerade mein Herz in kleine Stücke zerhackt und in den Gulli geworfen. Und von da konnte ich es mir wieder aufsammeln. Ich hatte nur mal meine eigene Vorstellung davon, wie die ganze Sache mit Jennifer aussehen sollte. Es war jedenfalls eine dieser Fantasien, wo man seinen besten Freund ausnahmsweise mal nicht mit eingeplant hat. Eigentlich müssen wir gleich in Berlin sein, oder? Nicht dein Ernst. Jetzt halt doch mal an. Was ist los? Überdruck und Verzweiflung. Was? Roll mal zurück. Niki, das ist doch jetzt purer Trotz. Wie viel Geld haben wir noch? Könnt ihr mir mal sagen, wovon ihr redet? Musst du mit eigenen Augen sehen. Hallo. Wie heißt du? Maggie. Maggie. Und wie viel? Das meint er nicht im Ernst. Todernst. Kommt drauf an. Sagen wir mal, fürs große Abenteuer. Mach die Kamera an. Ihr seid nicht irgendwelche Perversen oder so? Doch, die beiden schon. Ich bin nur einsam. Hey, das ist doch die Frau vom Fernsehen, oder? Bist du auch so? Er ist eigentlich auch nicht so. Ach. Das macht er nur wegen dir. Logisch. Ernsthaft. Der Mann liebt dich wirklich. Hm. Bewegt er sich? Nicht ein Millimeter. Und jetzt? Kannst du mir mal sagen, was das soll? Das ist psychologische Kriegsführung. Musik. Du hast für mich bezahlt. Hey. Ich kann dich in Stimmung bringen, wenn du willst. Wir haben schon ganz andere Versuch. Küss mich. Einmal Scheiße bauen ist genug. Bin ich plötzlich nicht mehr dein Typ, oder was? Nick ist mein Freund. Ziemlich beknackter Freund. Er hat ein eingebautes Kamikaze-Programm. Das lässt ihn mit absoluter Sicherheit immer das Falsche tun. Endlich auf, diese verdammten Dinger zu fressen. Ich hab's gesagt, dich immer wieder aus der Scheiße zu ziehen. Entweder du schmeißt die Pillen weg oder... Ich schwöre, Nick. Ich mein's ernst.
Er schluckt alles, was er in die Finger kriegt. Wenn ich morgens meine ersten Tee schlürfe, futtert er schon das feuchte Kaffeepulver aus dem Filter. Nimm's mir nicht übel, aber ich verschieb die Hochzeit um eine Woche. Geht nicht, er hat nur 48 Stunden. Wieso? Und was soll das jetzt? Ich habe genau 48 Stunden Zeit. Das sind 172.800 Sekunden. Und das meiste liegt noch vor mir. Ich habe gelesen, dass eine Frau im Schnitt bis zu 4 Mal pro Sekunde ihre Meinung ändert. Und zwar grundsätzlich. Und genau daran arbeiten wir jetzt. Er ist im Knast, weil er wegen mir einen Fernseher geklaut hat? Und jetzt hat er Freigang bis morgen früh. Und dann? Ein Jahr, wenn es gut geht. Und er hatte nichts Besseres zu tun, als mich zu kidnappen? Ich glaube nicht. So, Maggie May kommt mit uns. Kostet aber die ganze Nacht. Ja, mindestens. Ich ändere meine Meinung. Aber jetzt werde ich hysterisch. Wie lange wird er das noch durchhalten? Mühelos bis ins 4. Jahrtausend. Das ist doch verrückt. Ich für Niki. Bist du eigentlich nicht mit ihm abgehauen, als er die Schaufensterscheibe zertrümmert hat? Ich kann's nicht ausstehen, wenn er seine Pillen frisst. Das ist so eine Macke von mir. Fragst du dich eigentlich gar nicht, warum ich mitgekommen bin? Du warst gefesselt und hattest einen Sack über dem Kopf. Da gab es nicht viele Möglichkeiten. Jetzt habe ich keinen Sack über dem Kopf. Tja, wahrscheinlich denkst du könntest eine Geschichte daraus machen. Thank you.
Ich war auf einen Schlag nüchtern und sie hat nicht mehr gelächelt. Vollidiot. Na, wirklich. Gewalt. Rücksichtslose und grausame Gewalt. Das ist das, was dem bekannten Talkshow-Star Jennifer Stolz zurzeit angetan wird. Sie wurde entführt. Wir wissen noch nicht von wem und warum. Wir können nur hoffen, dass wir Jennifer schon bald wieder so sehen, wie wir sie alle in Erinnerung haben. Nur der richtige Ton fehlt noch. Wie weit würdest du für diesen Beruf gehen? Sehr weit. Komm, zieh mal diesen Sack über. Ja, du machst schon. Na, du hast Talent, weißt du das? Ja. Ja. Und jetzt mach mal dieses Jennifer Stolz Lächeln. Hier drunter? Wunderbar. Jennifer! Als ihr da vorhin im Truck wart, habt ihr es da eigentlich wirklich gemacht? Nee. Jennifer! Der hat sich noch nicht mal ausgezogen. Wo bist du denn? Hätte ich mir denken können. Jennifer? Sag doch irgendwas! Jennifer! Ich bin ein Arschkopf! Sag mal, haben die beiden eigentlich was miteinander? Ja, die wollen morgen heiraten. Was? Die wollen heiraten. Ja, das mit der Entführung war eine scheiß Idee. Gut, aber was hätte ich denn machen sollen, um dich kennenzulernen? Dir einen Fanbrief schreiben oder dich zu einer Pizza einladen? Halt endlich den Mund. Jennifer! Hau ab. Das ist doch nur eine Seifenblase, in die eure Namen ritzen wollt. Merkst du das nicht? Nein! Da liegen Welten zwischen uns. Ich kenne 13 Sorten Champagner, von dem, was ich in einer Woche für Kleider ausgebe, könnte ein Dutzend Waisenkinder ein Jahr lang leben. Und ich bin nicht bereit, auch nur ein Fingerbreit davon aufzugeben. Ihr seid pleite, schlecht angezogen, wahrscheinlich wascht ihr euch nicht mal. Stören wir? Ja. Nein. Dein Handy klingelt. Ich gehe nicht ran. Haben diese beiden Schwachköpfe schon das Aufgebot bestellt, oder was? Wo seid ihr jetzt? Was ist los? Wer war das? Könntest du bitte mal aufhören zu heulen da hinten? Dein Chef? Er macht sich Sorgen. Das war's dann wohl. Wenn ich euch einen Tipp geben darf, dann packt euer Filmmaterial gut ein, da könnt ihr eine Menge Geld mitmachen. Aber hattet ihr wahrscheinlich sowieso vor. Tja, dann müssen wir der Wahrheit wohl ins Auge sehen. Wir haben dich nun mal entführt, Jennifer. Weiter. Eine Stunde noch, Jennifer, dann bringen wir dich und Maggie zum Bahnhof. Die haben dich gekidnappt? Ihre Taktik war klar, sie wollte mich neugierig machen. Sagen, was ihr vorhabt. Ich habe ehrlich versucht, ruhig zu bleiben, um mir nichts anmerken zu lassen. Ich finde es ziemlich unfair von euch, wisst ihr das? Würdet ihr mir bitte sagen, wo es jetzt hingeht? Lass dich einfach überraschen. Nur diese eine Nacht. Stimmt das eigentlich, dass ihr morgen früh heiraten wollt? Was wir am nächsten Tag machen würden, war alles andere als heiraten. Okay, Mädels,
Wir sind da. Wo sind sie? Sollen wir sie verraten, Nick? Wird dir das gefallen? Darauf können wir jetzt keine Rücksicht mehr nehmen. Genau so ist es. Ja. Soll ich jetzt auch darüber? Komm schon. Das bedeutet Niki eine ganze Menge. Verstecken oder verkauft ihr mich hier in die russische Mafia? Oh, ich weiß, du hältst uns für pleite, für schlecht angezogen und ungewaschen. Nummer 1 und Nummer 2 ist unser Stil. Nummer 3 ändern wir jetzt. Was? Wartet doch mal. Mann, wartet doch mal. Okay, jetzt du. Sei doch nicht so zickig. Die Jungs tun dir schon nichts. Hier können wir warten. Wo ist Nicky hin? Keine Angst. Er ist noch in der Nähe. Könnt ihr mal ein bisschen näher kommen? Was will er eigentlich mit all dem erreichen? Dich. Ich bin mal als Bademeister gejobbt und ich dachte, vielleicht gefällt dir das. Warum machst du das eigentlich? Was denn? So auf den Strich gehen. Weiß auch nicht. Ich hab mich eben einen Typen verknallt. Und es war dann seine Idee. Schieß den Kerl in den Mond. Ich lieb den doch. Ich hätte so gern ein Kind von ihm. Ich habe sogar heimlich die Pille abgesetzt und für Tommy eine Überraschungsparty gemacht. Aber dann hat er mich mit ein paar Kunden überrascht. Ich habe bei den Typen zwar aufgepasst, aber jetzt sind meine Tage seit einer Woche überfällig. Was? Du bist schwanger? Ich habe mir genau überlegt, was ich mache, wenn das Baby kommt. Ich lasse es adoptieren. Und dann ziehe ich selbst in die Nähe davon, wo es wohnt, und stecke ihm heimlich Geschenke zu, so wie eine gute Fee. Tja, man muss sein Glück in die Hand nehmen. Viel Glück, Jungs. War echt schön mit euch. Jennifer, kommst du? Bleibst du? Kann ich gut verstehen. Sind echt klasse, die beiden Jungs. Entschuldigt mich.
Manche müssen beim Abschied heulen, die anderen müssen pinkeln. Zimperlich. Okay. Ab heute kannst du dir das leisten. Und soll ich dir sagen, warum? Die Prognosen für deine Show liegen bei. Und jetzt halte ich fest, 9 Millionen Zuschauer. Das heißt, wenn du heute Abend mit deinen Führern vor die Kamera trittst, macht dich der Sender zur Königin. Die Jungs lässt du laufen. Ach ja? Das haben wir mal gut zu. Solange du das Pferd bist, auf das ich setze, tust du genau das, was ich sage, ist das klar? Tom, du kannst ja schon mal überlegen, wie tief du in deine Tasche greifen willst. Für 9 Millionen Zuschauer. Darf ich? Aha. Wir haben dich schon mitten nach Berlin geholt. Die Kulissen werden gerade hier vom Bahnhof aufgebaut. Ich sage dir eins. Bunt, breit, beeindruckend. Ja. Moment. Schließt du hier noch um? Hol sie zurück. Nun mach schon! So, Engelchen, dann wollen wir beide doch mal Klartext reden, was? Entweder du sagst mir, wohin die drei steuern, oder ich bringe dich wegen Beihilfe zum Kidnapping in den Knast. Sind Sie verrückt? Ich bin noch schwanger. Wie wunderbar. Eine Nutte auf dem Weg zum Mutterglück. Weiß eigentlich dein Zuhälter davon? Gemacht, Mädchen. Dafür darfst du dir jetzt eine Belohnung wünschen. Jeden Wunsch? Was ich für dich tun kann. Ich will... Mach schon. Ihre Show. Mach mal so. So, dann steck ihn dir in deinen Arsch und halt schön dicht. Du würdest dir in deine Hose scheißen, wenn du ihre Show hättest. Hast du nicht aufgepasst? Ich habe ja nicht gesehen. Er konnte nichts dafür. Ja, das weiß ich doch selbst. Verdammte Scheiße. Mann, mir tut das jetzt auch leid. Dann tut doch was. Niki. Das war ein sinnloser Tod. Also, das Lendenstück, das wäre jetzt fertig. So hat sein Tod auch einen Sinn, Jennifer, wirklich. Ich glaube, ich warte noch und nehme ein anderes Stück. Ich wette mit ihr, sie wird kein Stück runterkriegen. Schätze ich auch. Ja, warum mache ich dann den Scheiß? Warum? Weil sie aufgehört hat zu weinen dadurch.
Lass es uns vielleicht doch lieber begraben. Tja, so geht's im Leben. Es trifft immer die Falschen. Ich will mit euch schlafen. Ich habe nichts gegen Sex vor der Ehe. Ich meine, ich habe mir ja im Knast auch nur die Hände gewärmt. Aber das Problem war nur dieses eine Wort. Sie hat nicht gesagt mit dir, sie hat gesagt mit euch. Ihr müsst einfach locker bleiben, Jungs. Niki, nimm die Hand da weg. Entschuldigung. Ich bin irgendwie nervös, nicht ein bisschen. Streich jetzt einfach meine Brüste. Du die linke und du die rechte. Ich habe immer auf das große Gefühl gewartet. Irgend so ein Feeling in Übergröße. Damit es nicht eng ist, wenn man sich bewegen will. Ich glaube, ihr beide seid XXL. Seht mal, man kann nach den Sternen greifen. Ist ganz einfach. Komm zu Hause. Arschkopf. Scher dich zum Teufel! Da war ich! Und ich habe ihm gesagt, er soll ein Plätzchen anheizen für deine beiden neuen Freunde. Versteh dich ja. Du hast dir jetzt die ganze Nacht um die Ohren geschlagen, da kommt ein schlecht auf. Warum steigst du nicht erst mal aus, legst dich mit deinem blöden Grinsen in den Dreck und fickst deinen Gulli? Das entspannt. Wir werden dich jetzt zu deiner Show zurückbringen. Und von dort aus werde ich die Festnahme deiner Entführer organisieren. Die Show ist vorbei. Ah ja? Ja. Nenn mich Nelsia oder lass es sein. Aber als hätte ich es geahnt, habe ich emsig wie ein kleiner Hamster eine kleine Geschichte über deine Entführung zusammengestellt. Und ich muss dir etwas sagen. Deine beiden neuen Freunde kommen dabei gar nicht gut weg. Vor allem dieser Knacki nicht. Kannst du dir nicht vorstellen, wie lange der einfährt, wenn ich mit deiner Entführung groß rauskomme? Du bist ein Dreckschwein. 10 Jahre? 15 Jahre? Ich weiß es gar nicht. Ihr Schicksal liegt in deiner Hand. Lass uns in Ruhe, Wolf! Du machst ein Gesicht, als ob du dir gleich ins Höschen machst. Die Kameras stehen 2 Kilometer von hier. In einer Minute ist dein Auftritt. Vielleicht lasse ich sie dann herlaufen. Also, was ist jetzt? Also. Bullwitzer war einer von den Typen, die schon im Kindergarten zur Bonbon-Mafia gehörten. Er kriegte immer, was er wollte. Ich sollte Niki und Konrad nie wiedersehen. Ein bisschen einsam auf der Wiese ohne dich, Jennifer. Coco meinte, du fährst los und besorgst Frühstück, ja, und da wollten wir die Bestellung aufgeben. Ich
Steig wieder aus, Jungs. Wieso, wegen ihm? Mit Nebenbuhlern wären wir fertig. Er bringt euch 10 Jahre in den Knast, wenn ich nicht mit ihm komme. Oh, was sind schon 10 Jahre? Es können auch 15 werden. Ach, 5 mehr oder weniger machen den Kohl auch nicht fett, oder? Siehst du das, Niki? Was musst du eigentlich machen, damit du den Lebenslänge nicht kriegst? In diesem Leben zählt nur eins. Hast du Eier? Oder hast du keine? Wer ist dieser Mann eigentlich? Sag's nicht, Jennifer, lass uns raten. Ich tippe auf Matt Dillon aus Rauchende Colts. Mhm. Ihr schätzt eure Lage falsch ein, Jungs. Reizt ihn nicht, ist gefährlich. Weißt du was, Matt? Ich komme gerade aus dem Knast. Ach ja? Und weißt du, was du da zuerst lernst? Nein, aber du wirst es mir sicher sagen. Wie du den Typen kalt machst, auch wenn du schon eine Kugel im Bauch hast. Vielleicht solltest du zuerst versuchen, mich zu erschießen. Vielleicht überhaupt nicht. Mit ein bisschen Pech könnte mich das Streichholz in Sprit fallen. Vielleicht hältst du doch lieber an Niki, oder? Noch ein Tipp mit. Pump ganz viele Kugeln nämlich, bevor ich dich erwische. Am besten das ganze Magazin. Und ziel zuerst auf die Knie. Dann brauche ich länger zu dir. Wie schätzt du die Chancen von Matt Dillon ein, Jennifer? Nicht gut, Jungs. Gar nicht gut. So, wenn du jetzt Hilfe brauchst, dann drückst du einfach ab. Dann macht's ganz laut Peng und dann kommt hier irgendwer und hilft dir. Und damit er nicht langweilig wird, kriegst du auch noch ein bisschen was zu rauchen. Wie? Der ist ja gefesselt. Ja, Moment. Für solche Fälle hilft immer ein bisschen Sekundenkleber. Damit ihm der Stecker nicht aus dem Mund fällt. Los, Jungs. Es wird Zeit. Oh Mann, der müsste doch längst hier sein. Vielleicht ist was schief gegangen. Bei ihm geht nie was schief. Aha. Na also, mach die Kameras klar! Hast du das jetzt zu sagen, ja? Ja, weil er nämlich nicht da ist. Habt ihr ihn immer schön draufhalten, er ist gleich hier. Gegangen ist. Mann, Scheiße! Zu dumm. Die anderen sind schon losgefahren und denken, du sitzt in dem Truck? Was? Was sagst du? Ist dir egal. Du möchtest lieber hier sitzen bleiben. Ja, das verstehe ich. Ich habe eigentlich auch die Schnauze voll. Weißt du? Ich glaube, eigentlich bin ich falsch in diesem Beruf. Jo, jo. Entschuldige bitte, wie unaufmerksam von mir. Na, vielleicht höre ich immer wieder was von dir. Hm? Alone and wonder if your life
aufwachen, Jürgen. Wir sind da. Heringsdorf. Aufgeregt. Es war wie beim allerersten Mal, als ich vor die Kamera sollte. Hallo. Wie sehe ich aus? Du siehst einfach... Sag du's. Überirdisch. Willst du wirklich? Nein, verdammt! Ich wollte niemals heiraten! Aber dieser Morgen war irgendwie eine Ausnahme. Auf diesen Moment gewartet. Und endlich war es soweit. Danke für alles. Also los jetzt. Jennifer? So. Sie haben also tatsächlich den weiten Weg gemacht, um hier in unserer kleinen Kirche in den heiligen Bund der Ehe einzutreten. Sie sind also die Braut. Jennifer Stolz. Stolz. Und wer von Ihnen beiden ist Nikolaus Feldhaus? Das bin ich. Und wer sind Sie? Ich bin Konrad. Konrad. So, bevor ich nun zu den Formalitäten komme, möchte ich Sie fragen, ob Sie sich der Bedeutung Ihres Schrittes bewusst sind. Ja, ja. Sehen Sie, Herr Pfarrer, ich kenne die beiden erst seit gestern Abend. Und ich habe mich in alle beide verknallt. Und jetzt will ich nicht heiraten. Und ich will Konrad heiraten. Manche Dinge lassen sich eben nur ein einziges Mal machen. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit den richtigen Leuten. Danach nie wieder. Ja, das heißt, wir wollen zu dritt heiraten. Ja, wir lieben uns nämlich. Jennifer, ich frage dich, willst du Niki heiraten und ihn ehren bis ins hohe Alter? Ja, ich will. Und ich frage dich, Jennifer, willst du Konrad lieben und ehren, in guten wie in schlechten Zeiten? Ja. Und wollt ihr Jungs auch mich, Jennifer, zur Frau nehmen, auch wenn ich vor dem Frühstück unausstehlich bin? Ja! Natürlich ist es uns klar, dass Sie damit ein kleines Problem haben, aber vielleicht könnten Sie uns sowas wie einen Ausnahmesegen geben, muss ja nicht offiziell sein. Geben Sie uns doch irgendwas mit auf den Weg. So eine Art nette Geste des Hauses. Immer wenn es am schönsten ist. Was machen die denn da?
Wie, was machen die denn da? Das sieht man doch. Die stehen im Wasser. Tja, was war's denn wohl, Jennifer? Wir tauchen unter. Harry, was machen wir denn jetzt? Klaus, halt einfach mit die Schnauze, hm? Natürlich lieben wir uns noch immer. Bis ins hohe Alter. Aber das kann noch was dauern. Machen wir es normal? Jetzt? Okay.